Hi Leute, heute zeige ich euch mal, wie wir bei diesem alten heller Nasenrücklicht von meiner Imme das Rückglas wechseln. Und zwar habe ich jetzt das Problem, dass mein Rücklichtglas mit dem Alter einfach ein bisschen geschrumpft ist. Vielleicht ist auch die Kanten hier ein bisschen abgebrochen. Es hängt auf jeden Fall recht lose drinnen. Der Durchmesser sieht man dann, es passt einfach nicht mehr. Das ist allerdings hier im Metall so eingebörtelt, ist dann nicht ganz so einfach. Ich habe mir jetzt ziemlich mühsam jetzt ein neues Rücklichtglas gefunden. Über die Qualität lässt sich streiten. Ich bin eigentlich nicht damit zufrieden. Der Nachbau hier ist sehr schlecht. Aber ich habe keine andere Möglichkeit, weil es gibt irgendwie nur zwei Händler, die biegen genau das gleiche an. Ist da ein bisschen schwierig. Aber ich brauche das, weil das Rücklichtglas bzw. die ganze Rückleuchte ist momentan auch nicht verkäuflich, so wie ich sie brauche. In dieser Bauform und unten mit Kennzeichenbeleuchtung. Demher tue ich die jetzt so tauschen. Also wenn sie eingebaut ist, dann sieht man jetzt diese Qualitätsunterschiede jetzt nicht unbedingt. Aber wenn ich so durchschaue mit ein paar Bläschenbildungen und so und die Kanten sind nicht so schön gemacht, hätte man besser machen können. Es gibt bessere Nachbauten von anderen Sachen, wo man denkt, ja, das ist sehr gut gemacht, aber das ist so zweitklassig. Auf jeden Fall habe ich mir das jetzt hier erstmal ein bisschen aufgebörtelt, dass man dann schauen kann, ob das jetzt hier reinpasst. Wenn ich das jetzt aufeinander halte, dann sollte das ungefähr passen. Es ist ein bisschen größer, weil es hat ja eigentlich auch nur ein bisschen gefehlt. Jetzt baue ich aber erstmal das Rücklichtglas ab, dann nehmen wir die ganze Sache auf die Werkbank und dann schauen wir es uns an. Wenn ich mir jetzt das Ganze hier so anschaue, mit diesem aufgebörtelten Bereich, was ich schon ein bisschen gemacht habe. Ich bin jetzt einfach hier mit dem Schraubenzieher reingegangen, habe jetzt hier Stück für Stück das ein bisschen aufgebogen. Ist ein bisschen eine mühselige Arbeit, aber ich finde, das geht dann noch. Ich bin aber der Meinung, dass dieses Glas hier ein bisschen deutlich dicker ist. Und dann kann das sein, dass hier nicht schön in die Kante reingeht, weil das alte Glas hier, ihr seht, das kann man hier schön reinmachen. Und das neue Glas hier passt, glaube ich, von der Dicke auch schon nicht. Die Ränder hier müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachschleifen, eben weil die nicht so schön gemacht sind. Das ist ein bisschen ungleichmäßig geformt. Und ich glaube, es muss in der Dicke noch ein bisschen abnehmen, dass man das auch hier auch halten kann mit der Börtelung. Ich nehme jetzt einfach ein Schleifpapier. Das ist jetzt ein 80er Schleifpapier. Versuchen wir jetzt diese Rundung hier noch ein bisschen besser rauszuarbeiten und dann vielleicht noch die Dicke ein bisschen abnehmen. Da sieht es schon ein bisschen besser aus hier. Es ist mehr rund. Genau. Und eben wenn ich jetzt die Seiten hier reinmache, merkt man schon, es kommt eigentlich gar nicht hier rein, weil es zu dick ist. Ich lege jetzt hier unten auf der Kante auf und hier, das muss jetzt umgebörtelt werden und das ist einfach viel zu dick. Ich komme zwar hier rein, aber ich habe zu wenig Fleisch bzw. zu wenig Material, dass ich das sauber umbörteln kann, weil das Glas muss ja auch richtig heben. Die Imme, die hat ja richtig stark noch ein bisschen Vibration während dem Fahren. Man muss das schon ordentlich halten. Ganz so dünn wie das hier muss es jetzt zwar nicht sein, aber ich würde es auch mal versuchen, dass es ein bisschen dünner ist. Man sieht ja hier, wichtig ist diese Rundung hier innen drin, dass man die nicht beschädigt und die nicht matt macht. Aber wenn ich jetzt flach schleife, ich habe jetzt hier auch nochmal zwei Absätze, hier ein Absatz und hier ist ein Absatz. Ich nehme mal an, der untere Absatz hier wäre dann eigentlich die richtige Dicke. Das heißt, wenn ich es jetzt eben aufliegen lasse und dann abschleife, dass diese Kante hier weg ist, dann geht es gut. Und im mittleren Bereich beschädige ich dadurch nicht, dass es nicht matt wird. Nun denke ich, ist es genug weg von der Dicke. Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Ich habe jetzt hier nochmal ein 600er Schleifpapier, wo ich jetzt hier nochmal leicht drüber gehe. Dann kann ich mir diese Schleifriefen auch wieder wegnehmen in dem Kunststoff. Und wenn ich jetzt hier mit dem Finger wieder rüber fahre, dann sieht man wieder, dass es doch wieder recht schön klar ist. Auch in den äußeren Kanten, im äußeren Bereich. Und wenn ich jetzt hier durchs Licht durchschaue, ist das alles wunderbar.
Der ganze Bereich, wo ausgeleuchtet werden muss, der kann schön durchleuchtet werden. Und von der Dicke her sieht man jetzt eben, ich habe die Kante jetzt hier komplett weggeschliffen. Hier sieht man noch ein bisschen der Rest bis zum inneren Bereich. Und jetzt sieht man auch, es ist schon viel dünner. Noch nicht so dünn wie das Original, aber vielleicht reicht das ja schon. Jawohl. Jetzt ist das Glas drin, jetzt kann man das hier ausrichten. Sollte ja möglichst gerade sein. Und ihr seht, jetzt kann ich das Glas hier drin auch schön leicht bewegen. Es liegt aber überall sauber auf. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt mal versuchen, eben mit dem Schonhammer, einfach mit Kunststoff, hier vorsichtig diese Kanten wieder umzubördeln. Man könnte natürlich jetzt, wenn man auch so ein Hartplastik Schraubendreher hat, könnte man das jetzt hier auch mit dem Hartplastik machen. Bei mir ist es jetzt halt einfach Gummi, deswegen funktioniert es nicht so gut. Dann muss ich mir das hier vorsichtig die Kanten leicht rumbörteln. Ich gehe jetzt aber so vor, dass ich erst eine leichte Börtelung mache, dass das Glas an sich nicht mehr rausfällt und dann zunehmend zubörteln, bis das Glas hier auch richtig stramm wieder drin sitzt. Und zudem immer wieder darauf achten, wo die Position ist, dass man das danach auch noch ein bisschen ausmittelt. Genau. Schon ist das Rücklicht wieder fertig zum Einbauen. Das Glas hält jetzt hier stramm drin, bewegt sich nicht mehr, lässt sich nicht mehr drehen und es sieht eigentlich auch fast jetzt wieder so aus wie vorher. Jetzt können wir das Ganze hier noch ein bisschen sauber machen und dann können wir es auch gleich wieder montieren. Nun haben wir das alles getauscht. Ich bin eigentlich jetzt sehr zufrieden damit. Es hat recht gut funktioniert. Wie gesagt, das Glas war halt einfach zu klein. Da muss man halt einfach aufpassen, dass man es halt vorsichtig mit dem Schraubendreher, mit dem flachen Schraubendreher ein bisschen aufbörtelt. Dann kann man sich das gut tauschen. Muss jetzt nicht das ganze Rücklicht tauschen. Auch jetzt gerade für die Leute, die das mehr so im Patina und Original belassen möchten, ist es eine gute Alternative, dass man das Glas einfach tauscht, wenn das alte Glas zum Beispiel kaputt ist oder wie in meinem Fall zu sehr geschrumpft und die Kanten abgebrochen sind, dass es rausfällt. Kabel habe ich mir alle schon neu gemacht, das findet ihr alles in einem anderen Video von mir, wie man diese ganze Verkabelung macht und welche guten Kabel ich da verwendet habe. Da habe ich ja spezielles Gewebekabel oder gewebeumflochtenes Kabel, auch sehr schön. Passt jetzt wieder sehr schön hier mit dem Rücklicht. Jetzt kann ich mir das hier wieder einfädeln, das hat hier unten so eine Nase dran. Hier an der Seite kommt noch so ein Gummichen zwischen reingestopft. Und dann habe ich das alles schon fertig. Elektrik soweit, vorne den Scheinwerfer noch tauschen, da ist das Glas ja noch gebrochen. Und dann ist es elektrisch soweit alles fertig. Dann kann ich bald endlich zum TÜV gehen. Ich bin mal gespannt, was der bei der Vollabnahme beim TÜV dann sagt. Weil geplant war ja ursprünglich, dass ich es komplett restauriere. Aber da ich jetzt ja eben zum IME treffen möchte, lasse ich es jetzt original, wobei es im Originalzustand jetzt auch recht schön ist. Also klar, ein Teil ist jetzt neu gemacht, wie die ganzen Felgen, Reifen und so weiter. Das Elektrische ist jetzt endlich fertig. Das mit der Börtelung hier hat sehr schön geklappt, damit bin ich sehr zufrieden. Würde ich sagen, mache ich weiter mit den anderen Sachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.